Wir haben letzte Mal den vierten Kapitel betrachtet im Römerbrief und ich will gerade noch einmal ein Bild wiederholen, wo wir Nancy gecheckt haben. Da ging es um Abraham, dass er gereicht vor sich wie aus dem Glauben und aus dem Glauben allein. Die Juden, Christen damals in Rom, die dachten, sie wären der auserwählte Volk Gottes und sie mussten derchen Gesetz unbedingt hundertprozentig holen am Gerate, wo er ab dem Eng. Und da ich dort, dass sie sich so ab dem Gesetz verloren haben, schauen sie Jesus Christus in ihrem Leben rüt. Und nun hat Paulus entwiesen, Abraham, wo trägt er die Versprechung? Wo erlangt er diesen Segen Gottes? Und dann musste sie auf einmal durchstehen, dort wird du, wo er noch nicht beschneiden wird. Wie kann er sagen, du, wo er noch nicht im Gesetz wird? Du, auf dem Wort Gott am dem großen Segen, was er trägt wird. Und dann Luther, deutete sich beschnitten, Luther, dort hat er auch ein Vater aller Gläubigen genannt worden, ob das nur Juden wäre oder Heidenvölker. Und dort hat Paulus das Wort Gottes an seiner deutlichen Hand wiesen, dass wir nicht durch unseren eigenen Verdienst geraten wurden, sondern allein der Glaube in Jesus Christus ist, was uns raten wird. Die Worte, das sind eine normale Folge, die dann herumkommen. Die Worte raten uns nicht, aber das ist ein Bild dafür, dass wir geraten sind. Wenn wir in Christus leben, dann wollen wir das Gesetz ausleben. Weil Jesus sagt, ich sie nicht gekommen, dort abzuheben, sondern zu erfüllen. So sagt Jesus hat uns gesagt, du sollst nicht die Ehe brechen. Was sagt Jesus? Wie sie kommen, er sagt, ich sage, wenn die bloß checken und die Leute hinter die Jankere, habt ihr alle im Hort der Ehe gebrochen. Und du meinst, wie Christus hat das abgerecht, hat das erfüllt. Nicht, welche Schmerzen sie dann denken, Leute. Und da weit wie der Glaube allein in Jesus Christus ist das, was uns rät. Und die Worte sind die normalen Folge, die dann kommen können, wie Welle das dann ausleben, dort die Satz, was Jesus für uns durchhaft, die Gebote. Nun gehen wir von da wieder in Kapitel 5. Nun geht es um das neue Leben in der geschenkte Glaubensgerechtigkeit, also mit Gott versöhnt. Der erste Vers sagt uns, da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, durch unserem Herrn Jesus Christus. Möcht wir hier mit der Gerechtigkeit im Glauben, Abraham, wir sind die Gerechtigkeit teuerrechnet allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und hier fängt der Fuß damit an, da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, durch unserem Herrn Jesus Christus. Ich will lesen über Vers 11 und dann so Stück für Stück durchgehen. Vers 2 sagt er dann wieder, durch welchen wir im Glauben auch den Zugang erlangt haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Denn auch Christus ist, da wir noch schwach waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um einen gerechten Willen, um des guten Willen dürfte vielleicht jemand wagen zu sterben. Aber Gott erwies seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir durch ihn vor dem Zorn gerettet werden, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. Paulus steht im Kartträger im ersten Vers hier wie dort, wenn das ist, dass wir allein mit dem Glauben geraten sind, dann sagt er, wie wir nun gerechtfertigt worden sind durch den Glauben, dann haben wir Frieden mit Gott. Möcht wir diesen Glauben an Jesus Christus, der bringt Frieden. Und das bringt uns nicht bloß in Frieden, was er nur einmal bloß so ist. Sondern er hat meist, was der Däuber nennt, und er will uns wissen, wo dieser Frieden handelt, wo däubt das Frieden jetzt. Und Paulus hat hier bewusst, dass nun und wir anreden. Und du meinst uns, reden alle Menschen mit, wenn wir gläubig sind an Jesus Christus. Sonst wird Paulus gesagt, dann ich. Nun sagt er, da wir nun gerechtfertigt worden sind. Und du sagst, wir reden alle Berne, wenn ich und du dem Glauben haben an Jesus Christus.
Und aus dem Glauben dann sagt, wie hier in der Gemeinde. Und diese Rechtfertigung. Und dann entsteht in mir ein tiefer Fried, in Gott sagt das. Und das Fried ist nicht ein Fried, wo du bloß ein Buhr ewig ist. Sondern das Fried ist ein Fried, wenn du nicht utelaschen jett. Und du jett, da krieg tiefer mit nennen. Die erste Jahre hat mir ein Klingbett durch die Hand zu gehen, wo Paulus ein bisschen nennt, checken hat. Andere steht abzuschließen in Epheser Kapitel 2, 13, 18. Jetzt aber ist Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun, der dazwischen war, abgebrochen hat, nämlich die Feindschaft, indem er durch sein Fleisch das Gesetz der Gebote und Satzungen abgetan hat, auf dass er die zwei in sich selber zu einem neuen Menschen schüfe und Frieden machte und die beiden versöhnte mit Gott in einem Leibe durch das Kreuz, nachdem er die Feindschaft an demselben getötet hat. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr ferne wart und denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle einem Geist den Zugang zum Vater. Paulus sagt, das Ziel von Jesus Christus in Kummer, wir kriegen diesen Tön, wo der Tweschen lag immer. Wie sind das Utterwählende Volk und das andere sind die Heiden, die kennen nicht gerat worden. Das Tön kommt Jesus an dem abzuheben. Er kommt dazu bewiesen, dass jede Nation in dieser Welt, in dem von wo von der Sorte Mensch du bist, den Zugang kannst haben, direkt im Futter. Jesus ist gekommen, das Taub zu bringen, dass beide kennen diesen Zugang haben. Und das, was Paulus hier sagt, das bringt uns diesen tiefen Friedkreis, der Glaube an Christus. Wir können nun im Tempel gehen. Ich und du können nun nicht gehen und diesen Gott anbeten, was erst einmal nicht möglich wird. Ich und du haben nun diese Freiheit, für Gott zu kommen und ihm zu freuen, um unser Anliegen mitzuteilen. Aber auf eine Bedingung, durch den Glaube an Jesus Christus. Wenn wir nicht wahre Geburten sind in Jesus Christus, dann können wir bei Gott beten, aber er ist nicht gesagt, dass er uns erhören wird. Weil wir einen modernen Vater sein, wenn wir am anderen als Vater. Und du jetzt Paulus kriegst Hand, dort zu wiesen, dass er nicht mehr ein Unterscheid schafft, sondern wir sind alle glücklich wird in Gott seine Ehe und wir haben alle den Zugang zu diesem Gott. Dann Vers 2, du jetzt wieder, durch welchen wir, sagt der wahre wie, im Glauben auch den Zugang erlangt haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Sagt er, wie haben krank so diesen Zugang, die kriegen durch Jesus Christus, dass wir nicht für Gott kommen. Ich will dort nicht so. Jeder Mensch, wie anbetiert ist, der wird dort nicht rüttfingen in der Bibel, wo Gott am sagen will. Weil er hat nicht diesen Zugang im Futter. Seine Gebete wurden immer so feile, als wenn das nicht wirklich ist. Aber wie im Glauben sei, zu dem Wort, was Jesus für uns zu tun hat. Dann wird die Bibel auf uns auf einmal bedienungsvoll sein. Dann wollen wir auf einmal merken, Gott ist Liebe. Und Gott läuft durch kranke Menschen als ich sie. Und das wird Paulus sagen. Und dann sagt er, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Nicht, dass er sich freie. Er meinte nicht mehr, wie puche uns nur über das. Sondern mit anderen Worten sagt er, wie freie uns nur in diese lebende Hoffnung in der Herrlichkeit Gottes, nur alte Leben, hier auf dieser Erde. Dass er eine deutliche Freude in uns dort heute, wenn ich Jesus im Glauben angenommen habe, dann kann ich nur all in diesem Leben die Hoffnung leben. Ich kann eine Freude haben im Leben. Das tiefe Frieden nimmt mich mit. Dann wird er wieder, Vers 3 sagt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in der Trübsal. Menschen, Kinder Gottes, wenn sie tief im Glauben mit Jesus leben, die werden sich auch freuen, wenn sie das schlagen. Warum? Weil diese Freude bringt sich nicht an irdische Dinge. Das ist der Freude, wenn er die Bibel uns gesagt hat, Krieg in Römer Kapitel 5. Das ist ein tiefer Freude, den können wir nicht beschreiben mit Wirt, den können wir bloß annehmen beim Kreuz auf Golgatha. Du hast nicht Wirt, für uns verstanden kann das nicht futtern. Wenn wir lesen, dass die Märtyrer, wenn die Fähre an sie sterben sind, wo die bei ihrem Bild um 4 Stunden haben, verbrannt worden am Hallklampe, und die haben gesungen, oh Gott sei gelobt. Habt ihr das von sich gehört? Niemals. Ein Geschenk Jesu Christi. Und dort ist der tiefe Friedkrieg, wenn er Gott uns schenken wird.
Irgendwann wieder Trübsal gehen, wird ein Christ nicht abhören, mit Gott zu danken. Nun ist es an uns, ans Leben zu überprüfen. Lebe ich und du in dieser Dankbarkeit bei. Lebe ich und du, die in über Gott hat wie am Loben tun, irgendwann schwere Tide kommen. Oder sei wie dann geneigt, zu schlemmen über Gott. Ich rede mit einem Bruder gestern. Er sagt, wenn wir sie über nur denken, wir haben so eine schöne Dau, dass wir so wünschen, dass wir nicht heut, dass wir nicht kalt, dass wir so perfekt. Dann sagt ans Fleisch, das ist endlich mal reich. Aber Gott sagt, die Dau sind wir am aller Glück. Wir sollen in jeder Tag, ob Sturm, Aufwärter oder Worte wir, annehmen aus dem Geschenk Gottes. Und das haben wir nur dann verstanden, wenn wir in der deutschen Gemeinschaft diesen Frieden mit Gott wirklich haben. Und dort wünsche ich einem Diederem, dass die diesen Frieden, diesen deutschen Frieden in den Mitteln, auch wenn schwere Tide kommen, die immer wieder reut sind, Gott danach zu loben und zu preisen, weil er diesen Frieden an sich schenken hat, dass sie ihn sehen, Jesus. Dann wird er wiedergehen und sagt, diese Geduld, diese Trübsal, dass er Gott nicht tut, ab uns kommen lassen, dass er uns halt dann lehren. Nein, er will, dass uns Glaube wahrlich schmieden wird. Jedes Mal, wenn ab uns Trübsal kommen, Versuchungen kommen sei, dann hat Gott damit einen Plan, dass er uns Glaube sich kann wahrlich schmieden nur an. Dass uns Glaube noch fester wird nur an. Du wenn sagt er, diese Trübsal, der bewirkt Geduld. Und die Geduld über die Bewährung. Bewährung ist nicht bewahren. Wenn wir lesen von Bewährung, das meint nicht, dass er es bewahrt geblieben. Sondern Bewährung ist, dass er sich gelernt. Wenn das sagt, dass der Trübsal uns die Geduld bringt, und wie in Geduld durchholen mit Gott, dann ist eine Bewährung dahinter. Das hat sich gelernt. Zum Beispiel, wenn wir irgendwas gemerkt haben, wir haben vielleicht für unseren Treiter was gebüht. Und wir haben das zum ersten Mal gebüht. Und das hat 15 Jahre Höhle, dann würden wir sagen, das hat sich bewährt. Das hat sich gelohnt. Und das ist, was Gottes Absicht ist mit uns. Wenn Probleme im Leben kommen, wenn Schwierigkeiten kommen, dann ist das niemals Gottes Absicht, ans Duld zu drehen. Niemals. Immer, weil er handelt, ans Glaube soll deutere Worte schmieden, dass wir noch kässlicher erfunden werden, sagt Petrus bei ihm. Dass wir sollen noch richer bei Gott sein. Ich will wiedergehen, dann sagt er, Vers 5, der Hoffnung aber lässt nichts zu schaden werden. Ein Mensch, wenn er in dieser Hoffnung leben wird, dann weiß er auch, dass Gottes Hoffnung wird mir niemals, niemals Leute zu schauen gehen. Er sagt, die Hoffnung, das deutsche Frieden, der wird uns niemals fallen lassen. Wir werden uns niemals enttäuschen an Gott. Denn Gott ist kein Gefühlsgott, sagen wir nochmal. Gott geht nicht bloß auf die Fehler, sondern Gott ist immer und immer reich zum Segnen. Wenn wir die Bibel mal betrachten und in unserem Leben, wo wir mal finden, dass Gott uns geflucht hat. Gott, seine Hände sind immer durch zum Segnen. Er sagt, wenn die dort wollen ausleben, will ich ihn segnen. Wo ihr das in so tun, dann will ich ihn segnen. Und wenn wir an zum Fluch gehen wollen, dann wollen wir, wenn wir die Bibel ehrlich lesen, wollen wir immer mal die Exide haben. Nicht Gott. Und dort ist gerade hier, wo er sagt, sagt, die Hoffnung in Jesus Christus, die wird uns niemals lassen zu schauen gehen, sondern Gott hält dort, was er versprochen hat. Ich habe mir abgeschrieben hier, die Liebe Gottes ist keine Gefühlsregung, sondern ein Geschehen durch Jesus Christus. Gott sieht eine Leute wie ein Passierer auf dieser Erde, nicht bloß in Gefühl. Und dort passiere, wie kriegt er es ihnen sehen, Jesus Christus. Ich komme mir eine Frage gestellt, weißt du weiter, ob Gott die Leute hat? Musst du dort weiter, was Christus dich liebt? Und ich denke, das ist eine Sache, das muss wir alle weiter. Und wenn wir dort weiter wollen, dann sage ich immer, dann schickt Jesus sein Leben an, schickt mal Jesus sein Sterben an und seine Auferstehung, sein Leiden, sein Leben und seine Auferstehung. Denken wir an Johannes 3,16. Wenn wir Jesus in die Geschichte anschicken, wo er gelebt hat, wo er gelebt hat, wo er abgestanden ist. Du kannst kein Mensch vorbei, dass er nicht Gott seine Liebe seine Taten. Wenn du dich nicht geliebt fällst von Gott,
dann gebt ihr Ruhe, lass mal Johannes da. Und beobachtet mal nur ab, den was, wer Jesus gewohnt ist für die, welcher ihr lebt auf und welcher abgestorben ist. Und du wirst nicht vorbeikommen, ohne zu fehlen. Gott ist ein gnädiger Gott. Er liebt doch mich. Und dort ist, was Paulus hier sagt, er kriegt diese Hoffnung, wenn wir den Frieden haben, der lässt uns nicht zu schauen gehen für Gott. Gott hält sich zu sein Wort. Gott verspreit und er hält. Ich will wieder gehen und versaß, denn auch Christus ist, da wir noch schwach waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Vers 7 sagt er, nun stirbt kaum jemand um einen gerechten Willen, um des guten Willen dürfte vielleicht jemand wagen zu sterben. Von dir, wenn wir die Geschichte betrachten, sagt Christus, wie anders als er ist, wie sind. Wenn wir das betrachten, wie würde nicht für jemanden sterben, der jen als wir. Da würden wir bloß nicht reut sein. Und ich will mir da gleich meiste sagen, wir sind nicht reut für jemanden zu sterben, der sei ja Gott ist für uns. Sind wir reut für jemanden zu sterben, der Gott ist für uns. Können vielleicht sein, so ein Abend. Aber ich glaube nicht mal du. Aber wir anders als uns läuft, holt ja Gott. Haben wir reut, du für uns nach der Sturve, wo wir nicht wollen von ihm. Nun sagt er, dass die Kreiken versaßen sehen, Christus erst nach der bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Luther, wo wir noch ein Betäuber nennen, dann sagt Paulus, nicht der das aber nicht. Und er will das erklären, der Unterscheid, was er ist, der Glaube in Jesus oder ab in die Satz zu bilden. Der Glaube in Jesus rät uns, der merkt uns frei und der bringt uns tief in Frieden. Der Satz wird uns immer wieder überführen, dass wir hundertfältig Sünder sind. Wir können nie von uns frei werden, wie brücke jemand, wenn er uns erlösen wird. Vers 8, Vers 9 sagt er wieder dann, Gott aber erwies seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir durch ihn vor dem Zorn gerettet werden, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt sind? Wer sündigt, der sagt Gott im Gesicht, nee. Warum? Weil er lebt von einem anderen Wirt. Das ist Licht und das ist Finsternis. Das zwei Dinge jaft immer. Niemand wird uns immer feststellen, wie wir bloß in Finsternis. Das kauft kein Licht. Und du kommst, Jesus Christus, und brauchst das Licht. Nun sagt er hier der Kleid, so rüht, Gott aber wies seine Liebe uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Mir ging das so ein Däubte Hort. Wenn wir mal Däubten andenken, wo ist das wirklich? Wir haben rein alle Nähe gesagt zu Gott und er kommt trotzdem. Und dann möchte ich, wie war das erst der Glaube und Armut erratet hat. Wie seltsam, nicht fähig, uns ein kleines Steck in der Halbe, sondern aus Geschenk Gottes unternehmen und dort überleben. Und dann sagt den Verschneen wieder, wenn Gott uns geraten hat, du, wo wir alle gehen am Wir, wie viel mehr wird er nun, wie wir gereicht vor dir sind, dass ihnen sehen, Jesus Christus, wenn wir Arm annehmen, uns für dem Euer bewahren, also für dem Recht. Du darfst wieder kein Zweifel anhaben. Also wenn wir Jesus angenommen haben im Glauben, kommen wir nicht im Gericht. Wir brauchen nicht Angst haben, dass Gott uns wird für den jüngsten Gericht tragen. Er wird uns für den Gericht tragen, für das, was wir tun haben, wie wir betont haben, nur dort noch. Er sagt, er wird uns belohnen. Aber für das jüngste Gericht braucht kein Gläubiger, wahrer geborener Mensch Angst haben. Weil er trifft ihn nicht. Christus hat ihn frieren gemacht, er hat ihn der Rüte genommen. Er sagt, ich habe ihn von der Distanz zum Licht gebracht, sagt Petrus. Verstehen, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. Hier sehen wir den natürlichen Zustand des Menschen, weil wir Menschen ganz natürlich sind. Als wir noch Feinde waren. Dort ist jeder Mensch in Gottes Ehe, wenn wir abwarten können. Wir sind innerlich Feinde Gottes. Wir wollen nicht. Was sagt ein kleiner Baby, wenn er zu Bure wird, das Erste? Meist sicher wird das Wort lehren, nein.
Warum? Weil Sünde am Bernen ist. Da wird nicht, ein kleines Kind wird nicht sein Leben sicher immer Jo sein zu meinem Papa. Ich will. Entweder mein Kopf, oder Trion. Immer gehen, gehen. In der Bibel wies uns dort, dort sind wir natürlich in Gottes Ehe. Gehen an, wir sind Feind Gottes. Und Christus ist nicht gekommen, aus in Jena für uns, auch aus Feind, um uns mal durchzuschlagen auf dieser Welt. Aber wo kommt er? Er kommt mit voller Hänge und Läufe hierhin. Und er sagt, ich weiß, die werden mich alle anbringen. Die werden alle nicht von mir. Aber diesen tiefen Frieden, meine Läufe, die bringt ihn. Ich wünsche, dass uns dort sitzen bleiben, für das ganze Leben lang. Und diese Läufe Gottes ist von dir immer noch, für jedem einen durch. Christus wird niemals uns begegnen aus dem Feind, würde uns vor Trion schüben, immer mit oben hängen und sagen, komm. Meine Leib und mein Fried ist für dich auch. Und du hast Paulus hier sehr deutlich dann gehen. Und ich will noch eine andere Stelle dort abschließen. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Du sagst das noch einmal, sagt Petrus dort, sagt dann auch, Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf das er uns zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Jesus ist in der Absicht, wir, uns Menschen zu Gott zu bringen. Da wir sind geratet und liegen auf dieser Erde. Aber wie alle gehen an wir, er kommt trotzdem, seine Leute wird so groß, dass er uns trotzdem kommt, erlöse dort von allem und will das Ziel, wir waren drin zu Gott bringen. Du wen seht Paulus aus dem ersten Vers. Nun haben wir Frieden mit Gott. In dem zweiten Vers seht ihr, nun haben wir diesen Zugang, die ich rede. Christus ist gekommen, der hat diesen Weg frei gemacht. Wir können alle nach diesem Gott kommen und wir können ihr Rat sein. Ich will wieder gehen in Vers 11, wo die sagt, nicht allein, aber das. Unser Ruhm ist Gottes. Lebendige Christen sind lobende Christen. Nun will ich warten, dass wir uns im Bett freuen. Er sagt, unser Ruhm ist auch Gottes, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen die Versöhnung, wie nur Versöhnung kann. Erst ans Leben auf dieser Erde, ans Frieden, ans Lob, alles, was wir tun, erst du wenn, weil Christus uns frei gemacht hat, oder erst du wenn, dass eigentlich uns was gelesen hat. Erst du wenn, dass wir ein anderes Mal gewesen haben, wir haben einmal gescheit, reich gesagt, und die wollten nicht wieder haben. Was wird uns impulsieren auf dieser Welt? Es ist der Lob Jesu Christi in uns, dass Gott sie nur mehr Gretchen mehr wird. Es ist das Kreuz auf Golgatha, wenn er uns hochhält und sagt, mit dort habe ich Fährweg kommen. Ich wünsche, dass das wir. Weil dort sagt Paulus, dort ist er rühmen. In Christi er rühmen soll sein, in Christi sollte er erkennen sein, dass er ein Loben da ist. Der der Lobe, der der Gott danken dafür. Und ich wünsche, dass das unsere Einstellung wir. Ich will wieder lesen von 12 durch 21. Du hättest dann Eva durch Adam sind tot, sind wir auch alle in diesem Tod angekommen zu den Sinn, aber durch Christus sind Lieder gestorben, sind wir alle auch frei gemerkt, dass wir kennen, die Rat waren, die der eine werdet annehmen. Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, denn die Sünde war wohl in der Welt bis zum Gesetz. Aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht zugerechnet. Doch herrschte der Tod von Adam an bis auf Mose, auch über die, die nicht gesündigt haben, mit gleicher Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Aber nicht verhält sich's mit der Übertretung wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe durch die Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, den vielen reichlich zuteil geworden. Und mit der Gabe ist es nicht wie durch den einen, der gesündigt hat. Denn das Urteil hat zwar von einem zur Verdammnis geführt, die Gnadengabe aber aus vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Denn wenn um des einen Übertretung willen der Tod geherrscht hat, durch den einen, so werden vielmehr die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Wie nun durch die Übertretung des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist,
so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen die Gerechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden ist, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, auf dass die Übertretung mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden. Auf das, gleich wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wie möchte hier nur das letzte Eng von Vers 12, du fang Paulus auf einmal an, von Adam und von Christus zu reden. Du hätte immer zwei Stück Glückstahle. Und du sagst, das Wort von größter Unterscheidung ist, von Mensch, was Gott als Mensch geworden für uns. Das habe ich nicht verglichen, was von größter Unterscheidung ist. Das kann uns verstehen nicht mal füttern, was von Unterscheidung ist. Aber er will uns dort verglichen damit, wie diesem Jesus noch dichter bezahlen lehre. Was werde ich der Genut Gottes in uns Welt kommen, in uns Welt will. Er sagt, in Vers 12 kriegt, du meinst wie dort Christus, der Anfänger des neuen Menschen, durch Adam sind die Sünde und die Tod erst in diese Menschheit hineingekommen, aber durch Christus erst das Leben hineingekommen in den Mensch. Er sagt, Christus ist durch ein Mensch, der Sünde in die Welt gekommen ist, so ist auch, und dort ist nur durch die Terrain alle Menschen, in Vers 13 sagt, dann die Sünde wir in der Welt, bad ab dem Gesetz, wo aber kein Gesetz wir, du wirst die Sünde nicht teuer rechnen. Nun wird es so, von Adam und Mose gab es kein Gesetz. Und er sagt, du willst kein Gesetz für, du wirst die Sünde nicht teuer rechnen. Und dort wird eine extra Zeit, dort wird eine andere Zeit, ist, wo wir von dir bei einem Leben können. Weil der Mensch damals, der wusste das nicht. Viele Dinge wusste nicht, was wir von dir wollten. Zum Beispiel, wenn die von dir, du sagst, das, zum Beispiel, du willst irgendwas stehlen können. Die braucht das keiner sagen, dort in der Bibel steht. Du weißt das automatisch, dass du es. Und so wird am Anfang Fehler von dort, wie nächstes dort. Und dann sage ich das von Adam und Mose, wie nicht in Gesetz. Und du wirst viele Dinge, die Gott anders abcheckt auf die Menschen. Weil es noch nicht offenbar wird, wo er noch kommen wird. Adam wie ein Bild dafür, dass Sinn immer den Deuten fallen hat. Und Adam wie auch ein Bild dafür, dass er noch ein Adam kommen wird, was ab Jesus Christus haben, wie sie dort, wenn er uns ewig raten wird, wann wir an würde im Glauben annehmen. Nicht, wie ich nicht sage, weil ich wünsche, dass es noch einmal so geblieben wird. Damals wird es anders. Wenn ein Mensch Sinn gedeutet, wird er so ein Verkommen Fuß ab, auch ab der Stelle Krieg bestraft. Ein Verkommen wird es auch so, er wird mit dem Tod bestraft. Weil Sinn hat immer mit dem Tod zu tun. Krieg ist von dir. Und wenn der Paulus das ganz näher und sicher erkläre hier, wie möchte dort im Alten Testament, wo wir das immer waren, begegnen? Wenn jemand gesündigt hat, dann wird er vielleicht mit Hüsthaub, mit Familietaub, mit Freundschaft, da wird eine ganze Familie ausgerottet. Weich. Und von dem Tag, wenn ein Mensch sündigt, dann passiert dir nichts. Du hast dir nichts. Keiner möchte was. Dort sitzt Gott hat überhaupt kein Sein nicht mal. Gott hat nicht mal die Allmacht, so wie sei. Gott tät dir nichts. Die ganze Welt lebt in eurer Reichlichkeit. Wo bleibt das Gott? Wenn das Gott wird ich so nahe wie mit sein, wo bleibt er? Er hat mich und die eine freie Entscheidung zu lassen. Und diese Hoffnung kriegt, wo ich ganz im Verkund erwähnen darf, der wird uns durchdrehen, wie weit das Gott wird in der Wahrheit kommen und dann wird er offenbar worden, ab jeder kleine Bitte, was wir hier tun und gesagt haben. Und du hast Paulus hier ein bisschen nennen können. Er sagt dann, die Sinn wie all in der Welt, bat um die Satz, aber wo kein Gesetz ist, du wirst die Sinn nicht höher rechnen. Die Satz, der immer war, die Sinn auftaucht. Luther, wie es das Gesetz kommt, dass wir nicht in den Menschen raten, du wirst Luther nach oben kommen, sondern dass wir durch die Menschen auftauchen, wer sie wäre und dass sie einen Raten brauchte. Dass sie ab diesem Raten angewiesen wäre. Vers 14. Doch herrschte der Tod von Adam bis auf Mose und über die, die nicht gesündigt hatten, mit gleicher Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Also, wie sage ich hier, Adam hat eine Sünde getan und diese Sünde ist der Schicksal auch bei uns, auch bei den letzten Menschen, der auf dieser Welt leben wird.
Nicht habe ich gesagt, dass wir merken, Allah kriegt diese Selle Sinn wird Adam. Dort ist das nicht gemeint. Sondern weil Adam gesündigt hat, er hat sich entschieden, gegen Gott zu gehen. Dann muss Gott am Rücken nehmen, in dem Garten Eden, wie Tane der Geschichte. Und von du an habe ich nicht mehr diesen Zugang zu haben. Bitte nur durch Jesus Christus im Blut, sagt Paulus. Wie war er dem Zugang nur Gott? Aber wir sind dann nur nicht Fußbeam, sondern wir lüre ab dort in diese lebende Hoffnung, hei Wort wahrer kommen und dann sind wir beam. Und dort ist diese Hoffnung hier gekriegt. Das deuper Frei, wo Paulus sagt, dem habe ich. Der ist in uns Utschigote, der ich dem Helden jetzt. Hier lebe ich nicht mehr. Und dort ist das Scheine, was in Christ an sich hat. Der jährt nicht bloß einmal ab Röse sei wie. Der jährt nicht bloß einmal weh, wo Asphalt ist. Nein, der hat Stücke hier weh. Und der jährt auch manchmal durch, wo Speicher sind. Schwere Tide. Aber das eine dreht am. Diese lebende Hoffnung, die Gott in mir Utschigote hat, der Helde Jesus, der dreht mich. Und in diesem Helden Jesus kann ich am loben, ich kann am danken. Auch wenn meine Ehe abhören mit Säune, meine Ohren abhören mit Hirn, mein Müll abhören mit Reden, aber mein Hort wird immer noch loben und danken, weil ich weit heute haben, war und ich will mit ihm sein. Auch wenn unsere Ehe das nun nicht Säune, dass Jesus die Allmacht hat, heute hat. Vers 14, sei wie dort grüßt, wo dort herkommen, dass Adam wollte sein wie Gott. Er will glücklich sein mit Gott. Das wird das andere Bild von dem Diebel. Und das ist von dir nach Krieg so. Ich will wir sein. Ich muss hoch sein. Und meint wir einmal, wer Jesus Christus ist. Adam sagt, ich will sein als Gott. Jesus sagt zu Gott, ich will rauf und ich will sein als der Mensch. Und dass ich ihm helfen kann, in seinem Sinn, wahre Tränen, die zu kommen. Meint wir hier den Unterschied zwischen mir und dir und unserem großen Gott. Wie sei ich will Gott sein? Mein Ich soll immer gültig sein? Und Gott sagt, ich will Mensch. Ich will mich so wie drauf lassen, dass kein anderer hat. Niemals mehr Wort. Ich will alle Schwachheiten, alle Sünde, alle Weide, alles, was ich ab mir nehme, damit die ab dem Ende nicht rat sind. Und dann sagt die Bibel uns, du, wo wir noch viel Gottes werden. Das begreift uns bestimmt nicht. Aber ich wünsche, wie dort die Schenk, noch ein bisschen tiefer vor dich haben, was ist das nicht für eine große Genut Gottes, die wir haben? Gott ist uns von heute gnädig. Vers 15. Aber nicht verhält sich mit der Übertretung wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch das einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe durch die Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, den vielen reichlich zuteil geworden. Dort die Schenk Gottes, dort übertraft, wie der Sinn. Wie möchte hier in diesem letzten Ausschnitt, dort durch einen Sinn ist uns ans Rein aller Nennen gekommen und wir sind aller Sünder. Die Genut Gottes verhält sich ganz anders. Der Mensch kann Millionen von Sünden haben. Wenn er demütig vor diesem Jesus kommt, nimmt am an, dass sein Herr und Heiland sind an diese Millionen Fehler aller verjäfft. Möchte, wie war er dem Unterscheid? Adam, einen Sinn. Wir haben ausgeschlossen in diese Gemeinschaft von Gott. Ich und du, wir können Millionen Sünden haben, aber der Glaube in Jesus Christus, wenn wir dort anerkennen und annehmen, sind diese große Klampe verjäfft. Du meinst, wie war er, was ist hier der Unterscheid? Der Genot Gottes. Das habe ich gar nicht beschrieben, wie groß er ist, wie jeden heute möchte haben, dass wir in alle Ewigkeit mit einem Töpfzahler sind. Ich sage immer, wenn wir dort ein kleines Bässe verstehen können, Johannes 17, wo Jesus für uns betet, der hat im Vater. Ich sage immer, wenn ich dort lese, dann kühlere ich mir die Throne. Weil Jesus hat so einen großen Wunsch, mit uns taub zu sein. Der möchte mit uns taub sein. Und wir haben da manchmal ein bisschen Angst, wie wird das sein, wenn er kommt? Warum der dort? Weil wir diese Gnade nicht reich leben wollen. Weil wir dort die Geschenk Gottes nicht leben wollen. Wir drehen vielleicht Sünde im Hort mit. Wir sind nicht reut zu bezahlen. Wir wollen nicht überein merken. Und dort hat uns Angst merken, diesen Schöpfer auf einmal zu begegnen. Weil wir wollten die Ewigkeit als für uns. Und wenn ich dann Johannes 17 lese, dann habe ich mich so eine deutsche Freiheit immer wahr. Jesus sagt, ich möchte, dass die alle eins sind. Dass ich und du vor der eins sind, dass die mit uns auch eins sind.
Du vielleicht diese Däupe Leute nach dem Wahre von Freschen, was Jesus hat. Die bangt sich mit uns taub zu sein. Die muss mit uns taub sein. Wer sind eigentlich dann, dass wir sagen, ich fall mir nicht geläuft. Ich fall mir verstaat. Ich sehe nicht schwierig. Ich sehe die Verachteste. Jesaja 53 sagt dann so klar, Gott wird der ganz Verachteste. Jesus Christus. Das sagt er, wenn es wie vorbeigehen, wie behüllen uns das dir sich? So schlecht Sachen, so verschlaue Sachen. Und sie hängen an die Nähe und er sagt, ich liebe dich. Bis in alle Ewigkeit, ich muss mit dir taub sein. Und ich denke, das soll uns alles auslaschen in unserem Leben. Jemand muss sich denken, ich sie nicht geliebt. Man Menschen ja wieder vielleicht feilen. Aber dahinter steht immer Satan. Bei Gott sei wie sehr, sehr viel wird. Jeder einer von uns ist ein Geliebter in Gottes Sinne. Gott hat nicht Sinn, Leute. Dort eine Mann wir klar haben. Aber Gott liebt uns. Sinn, weil er handelt, wie der durch Jesus Christus, der erlöst wurde, in diesem freien Togang mit Arm haben. Diesen deupen Frieden, wie Paulus am Anfang sagt. Das Frieden reicht uns, irgendwann schwere Tide kommen. Ich will wieder gehen, Vers 17. Denn wenn um das einen Übertretungen willen der Tod geherrscht hat durch den einen, so werden vielmehr die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Ihr sagt hier, wenn der Sinn uns durch einhaft zu voll gebracht und all das nennen, wo wieder die Leute, die unsere düsende Sünde vergibt sind in Jesus Christus, sagt er, dann wurde da, wenn er das die Träger hat, der wurde herrschen im Leben. Was meint er das herrschen? Ich kann dir, wo er sich hat, die in diese Sinn zu stehen. Ich kann dir, wie wurde mit Freude durch im Leben gehen, irgendwann schwere Tide kommen. Weil wir checken du hin, Jesus kam wahrer, und ich will mit am Tipp sein in aller Ewigkeit. Ich denke, wir checken immer so ehrlich und all unsere Probleme aus von Ferien an. Als ich, was ihr sagt, ah, ich muss wahrer, mal dit. In der Bibel, der du gefährst, mal ans Bett so. Dann als ich, was ihr schreibt, dann sage ich, bloß die Satz. Wo wenn wir dahinter checken, dann sage ich Gott, ich will ihn segnen. Und kriegst du erst hier auch. Ein Christ, wenn er dort im Glauben angenommen hat, sagt Paulus, der wird herrschen. Der wird dir in den Sinn keine Nähe sein. Der wird sich keine Freiheit von dem Sinn, weil er lebt für dort, wo er dahinter kam. Jesus kam wahrer und ich will einmal mit ihm in der Herrlichkeit sein. Und dort darf er uns noch einmal sind deutlich befreien. Gott will größer als deine Notwendig zu uns. Gott will gnädig, beste Werte zu uns. Wir haben jahrelang die ausgedammt, die ausgepflegt. Wir haben jeden, die gelebt. Du hast niemals Nähe, sagt er uns. Immer bloß du, wer der will, der komme, sagt er. Da bleibt immer so, Gott Jesus wird weiterkommen. Dann wird wie erst die Genodentheit vorbei. Unser Wohl ist von dir. Will wir mit diesem Gott wiedergehen? Will wir ihn annehmen im Glauben oder nicht? Vers 18. Sag ich, wenn durch die Übertretung des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünden geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Noch einmal, das war also verglichen. Und ich wünsche dir uns dort und steigst dir mit, damit ich ans ganze Leben. Eine Sinn regt her, dann wie wir von Gott weich. Und dort wisst ihr uns, Gott ist ein heiliger Gott. Er kann nichts mit Sinn zu tun haben. Aber Gott lässt uns nicht in seine Angst bern. Gott sagt nur, meine Gnade, der dort weit überredet. Sagt er, wie viel mehr wird Gott seine Gnade nur durch Jesus Christus den Friedmacher von dort rein alle. Nicht bloß von der einen Sinn, sondern von all den Sünden. Und das letzte Ende in diesem Kapitel, einmal waren der Paulus zwei Dinge Glückstahle. Er sagt, check mal, wo das wir, aber dann werden wir uns mal die Genut Gottes anchecken. Und er sagt, und dann ab dem Ende, sagt er in Vers 20, dass der Satz erst zu Bier kommen. Warum heißt das so, dass der Satz erst zu Bier kommen? Weil wir als Menschen nicht erkennen, wer wir sind. Wir können uns nicht damit kennenlernen, wir haben immer noch das Denken, ich war glücklich mit Gott.
Und dann ist das die Saatste Bier gekommen, um das wie ans Erkennen sollen aus Sünde. Jeder Mensch, der von dir lebt, der kennt das Gesetz. Ob er das studiert hat oder nicht. Ein kleines Kind, du hast das noch nicht gesagt, dein Ehenwort unbedingt, dass das soll das nicht. Dann geht er vielleicht irgendwo so eine Steckdose oder einen Strom irgendwo. Dann wird er mit dem Finger dicht bei, dann wird er nicht checken. Warum checkt er drei? Sein Gewissen sagt ihm, er soll nicht. Und wie möchte das erst von klein ab an uns bannen? Und so ist der Sinn in uns nicht gekommen und der bleibt. Aber sagt die Not Gottes, es regt er weit über dort. Der wird uns heulen und der wird uns einen tiefen Frieden schenken. Und mit dieser Hoffnung kann auch du glücklich in diesem Leben leben. Nicht ohne Troubles, nicht ohne Fehler, aber wie checken du hin? Die Not Gottes dreht mich. Und da kann ich aus dem Geschenk annehmen. Zum Schluss sagt er das noch einmal, Vers 21. Er sagt, auf das gleich wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Zwischen Adam und Christus kam das Gesetz dazwischen. Das Ziel von dem Gesetz war nicht, den Mensch zu verbessern oder den Mensch zu raten, sondern das Ziel von dem Gesetz war, dass er diese kommende Genot zu deinen kommen sei. Wird er diese kommende Genot deinen? Indem er uns die Ehe aufteilt kriegt, dort wie Sünder wäre. Und dann habe ich mir die Genot Gottes verstanden. Ich kann mich nicht helfen. Ich brauche jemand, wenn er mich helfen kann. Und ich wünsche, dass er in uns Leben kann dazu beitragen, dass wir dort die Genot Gottes noch viel, viel klarer verstanden können. Das Kapitel lädt uns das sehr am Hort leihen, wer wir wirklich sind. Eigentlich sind wir nichts. Wir wären sogar doll, je in Gott, wie wir sagen. Und gerade du, wo wir doll wären, komm hier in die Leuven und seht, ich will, dass du kannst für immer mit mir helfen. Wie fällt sich uns dort? Und wie ohne uns, diese wir mitteilen. Vielleicht beginnt eine Familie. Du hast jemand doll über dich, vielleicht ein Kind. Und du warst den einen Kind, der Hand ableihen und sagen, ich lege dich. Ich kann dich verstehen, vielleicht, warum du so doll bist, aber ich habe die Leute. Dort geht uns irgendwo ein Betäuber, aus bloß Buhe Eva. Und dort ist, was Gott uns sagt. Du kannst noch so doll sein zu mir, aber ich habe die Leute. Ich lege dich. Ich will dich frei machen von all deinen Sünden. Du kannst für immer mit mir Haupt sein. Und du hast eine Zeit gesagt, in dem, wo wir nun gerade leben. Wenn diese Zeit vorbei ist, dürfte niemals mehr noch eine Zeit. Schatz, diese Zeit, wo du gerne lebst, und lebe dein Leben mit Gott. Merk deine Sache mit Gott, wenn du nicht hast, und lebe dein Leben mit Gott. Dann wird dein Leben in Segen sein für dich, für deine Familie und für deine ganze Umgebung, wo du bist. Ich will in drei Punkte topfoten. Wir haben einmal gesagt, unja der Macht, Herrschaft der Sünde, wie wir Faust, der Paulus der eine sieht Wiese, dann sagt er dagegen die Gnadenherrschaft des Lebens. Dort und noch sonst nichts als dort, das uns erwarten. Man einmal kam Gott in den Mad und der hat weit über das mit nie leben. Und der dritte ist berufen zur Allherrschaft des Siegers. Wir sind berufen zum Herrschen, wir haben Sieg gegen den Sinn. Und dort erst ans Rühmen krieg. Ich tue mich nicht mit mir pochen, sondern ich tue Gott loben und danken, dass er mich würdig geschaut hat, dass ich frei sein kann und ich kann in alle Ewigkeit mit ihm töpfen sein. Und diese Einstellung in mir, diese Hoffnung in ihm, die treibt mich bald in alle Ewigkeit. Und dort ist, was uns heute durchdrehen und ein Ziel drehen. Dort nennt die Bibel der Glaube an Jesus Christus.